Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Die Simsuchtis. Ja, und wir sind hier wieder in der Cast Away Spiel von mir und wir machen heute weiter. Wir sind Dienstagmorgen. Wir müssen diese Woche dieses Buch abliefern. Ein Sachbuch, hatte ich ja gesagt, muss das sein. Ist das noch okay? Aufräumen, das kannst du vielleicht noch mal essen. Du kannst das nur aufräumen. Warten wir mal. Ach, die setzt sich zum Essen. Alles klar. Gut. Wir müssen dieses Sachbuch eben schreiben. Das ist die Aufgabe für diese Woche. Und dann wegen, ja, morgens immer ganz gut vorbereiten, dass ihr eure Bedürfnisse schön grün habt. Und dann fahrt ihr am besten schnell rüber in die Bücherei. Oh, das Haus muss noch wieder geputzt werden hier. Und wir haben immer noch keinen Wasserzugang. Auf Toilette sollten wir die dann auch nochmal schicken. Und dann lassen wir das Ganze mal etwas schneller laufen. Klingt ja ganz fröhlich. In den Fallen scheint noch nichts drin zu sein. Die Pflanzen. Okay, was haben wir denn da? Müssen wir hier irgendwas gießen? Ernten können wir. Wir kümmern uns erst nochmal um den Garten. Grüne Daumen. Genauso geliebten Pflanzen. Gartenarbeit mag die. Ja, die mag die Gartenarbeit. Okay. Okay, da muss man nichts machen. Und da müssen wir auch nichts machen. Oh, Kleine, dann kannst du mal reisen hier. Reisen ohne jemanden. Und wir fahren in die Bibliothek. Oh. So, da sind wir schon. Computer alle besetzt hier. Da müssen wir mal jemand wegschmeißen. Dann stellen wir uns den mal vor. Gucken mal, ob wir den da weglocken können. Damit wir da drankommen. Ansonsten nehmen wir die Bibliothekarin. Ach, da wird schon geräumt. Alles klar. Schreiben. Genrebuch schreiben. Kinderkurse. Wir können inzwischen eine Kurzgeschichte schreiben. Dann machen wir das mal. Eine Sammlung von Kurzgeschichten. Ja. Das ist völlig egal, wie das heißt. Hauptsache, sie tippt. So, und das Ganze lassen wir natürlich auch wieder schneller laufen, damit das hier nicht so eintönig wird. Vielleicht schneide ich auch ein wenig was raus, die jetzt dann nur die ganze Zeit sitzt. Ist das ja nicht so spannend. Ja, habt ihr noch nicht angefangen? Habt ihr vielleicht Lust darauf, doch noch mitzumachen? Ihr könnt natürlich jederzeit noch einsteigen. Ihr holt einfach die anderen Aufgaben noch nach und seht, wie ihr reinkommt, wie ihr durchkommt. Oder, ja, dann macht ihr eben einfach noch mit, spielt für euch. Oder, ja, könnt natürlich auch gerne noch ein Let's Play draus machen. Wir sind inzwischen, ja, 4 YouTuber, die mitmachen. Die anderen 3 werde ich natürlich unter meinem Video in die Infobox nochmal reinschreiben. Die haben in der letzten Woche auf jeden Fall mitgemacht. Da gibt es alle Videos. Wie das mit dieser Woche aussieht, weiß ich noch nicht. Ich bin diese Woche auch noch nicht drin gewesen. Wir haben hier hin und wieder mal Ausfälle mit dem Internet und ja, es ist Urlaubszeit. Es ist viel Trubel bei mir zu Hause und dann komme ich auch nicht dazu, hier am PC zu kommen. Wow, und die will baden. Und wir haben keine Badewanne.
Hat ein komplettes Buch fertig geschrieben. Das ist super, Mensch. Dann weiter. Kann noch ein Buch schreiben. Noch mal Kurzgeschichten. Brauchen ja ein Sachbuch. Oh, das heißt ja wieder so. Ist egal. Ja, und da sind wir wieder. Und sie hat einen neuen Fähigkeitspunkt im Schreiben erreicht. Und sie ist hungrig und deswegen lassen wir sie jetzt erstmal hier oben hingehen. Handeln können wir mal. Vielleicht kriegen wir es dann ein bisschen günstiger. Wieder dunkles Wetter hier. Ja, es ist Winter. Zumindest haben wir keinen Schnee. Aber laufen hier alle im Bikini rum. Ja, gut. Jetzt müssen wir nochmal streichen. Los, komm mal hier rüber. Und schneller müssen wir auch. Genau, jetzt geht hier schon das Licht an. Mal sicherstellen, dass du was kriegst hier. Essen bestellen. Wir nehmen mal... gegrillten Fisch will sie garantiert nicht. Tropengemüseplatte. Mensch, das hört sich doch gut an. Okay. Da kann sich mal bei dem da vorstellen. Du Hanne, die haben immer merkwürdige Namen. Also gut, für, ich sag mal, unsere Verhältnisse merkwürdige Namen. Wir haben wieder alles im grünen Bereich. Wo ist die Bibliothek? Da. Ja, Schätzchen, dann musst du weiterschreiben. Ist beschämt, warum das denn? Warum das denn? Schlechter Handel. Ah, okay. Ups. Was hat sie denn da? In ein Tagebuch schreiben. Höheren Level. Alleine sein. Alleine sein können wir anpinnen. Das kannst du hinterher wieder bei dir zu Hause. Du sollst schreiben. Weiterschreiben. Genau. Mal da. Jemanden umarmen. Weiß nicht, ob wir jemanden wirklich so gut kennen. Ah, lass mal einfach weiterlaufen, wird nichts rausgeschnitten. Sie hat wieder ein Buch geschrieben. Komplett fertig. Dann würde ich sagen, wir können das Neue anfangen. Können wir jetzt ein Sachbuch schreiben? Genrebuch schreiben. Nee, jetzt können wir erst Poesie schreiben. Kommt erst noch. Okay. Eine gereimte Beschwerde. Okay. Komm, dann kannst du jetzt hier nochmal auf die Toilette gehen. Mal das Ganze mal wieder ein bisschen schneller. Brauch ein wenig Spaß. Hast du Spaß, wenn du hier spielen kannst? Probieren wir das mal. Ansonsten haben wir schon recht spät. Dann könnten wir vielleicht auch nach Hause fahren wieder. Alleine sein. Okay. Tja, schon ist vorbei mit dem Alleine sein. Aber jetzt wird sie auch müde und deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt mit ihr nach Hause. So, und da sind wir wieder bei uns zu Hause. Ich habe hier so eine komische Müllpflanze. Ich weiß gar nicht, wie man da rankommt. Irgendwie hat sich die da hingesetzt. Was machen meine Fallen? Komisch, irgendwie kommt da gar nichts mehr rein. Energie, Hygiene, das machen wir heute Morgen früh. Dann darfst du jetzt erstmal schlafen gehen. Ganz sauber. Ah, wir können halt. Stopp.
Wir können erst noch die Bücher veröffentlichen, selbst veröffentlichen. Haben wir das alles noch nicht? Okay. Dann müssen wir es morgen früh machen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da alle drei gleich reinstopft. Das Sachbuch muss auf jeden Fall über den Verlag veröffentlicht werden, hatte ich als Regel festgelegt. Ach nee, müssen wir alle nochmal. Und nochmal. So. Und jetzt, dann gehen wir jetzt zuerst einmal wieder duschen. Dann gehen wir und dann essen wir irgendwas. Eine schnelle Mahlzeit. Wir haben Winterfest. Oh, ist für einen Preis nominiert. Am Sonntag um 19 Uhr die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob sie gewonnen hat. Da müssen wir warten. Okay, wir haben Frühstücken. Frühstücken. Wir frühstücken einen Obstsalat. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Alles ernten, alles verkaufen können wir machen. Hier können wir auch alles verkaufen. Jetzt höre ich schon wieder Ruscheln bei mir im Hintergrund. Oh. Alles okay, alles okay. Also reisen wir. Telefon, reisen. Ohne jemanden. Ab in die Bücherei. Eine Woche fleißig arbeiten, heißt das hier. So. Die sitzen ja schon wieder da. Kennenlernen. Da muss er doch aufstehen, oder? Ja, doch super. Schreiben. Weiterschreiben. Ein Poesiebuch war das. Ich glaube, danach kommt das Sachbuch. Oh, hier haben wir einen kurzen Tantiemenbericht. Da ist auf jeden Fall Geld reingekommen. Das ist doch schon mal gut. Das ist nicht so viel, aber naja. Ja, und hier schreibt sie immer noch. Wir haben inzwischen Mittag. Es geht ihr nicht so besonders. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal etwas in den grünen Bereich bekommen. Obwohl, wenn ich das so sehe, das ist ja gar nicht mehr so viel. Komm, mach das nochmal fertig. Sind wir einfach mal gespannt, ob wir das fertig kriegen, ohne dass du da vorher aufhörst und alles in die Ecke schmeißt. Ja, sie hat's geschafft. Ah, super. Braves Mädel. Dann kannst du mal hier auf Toilette gehen. Weiß nicht, hast du Lust, ein bisschen rumzuschwimmen? Herumschwimmen.
Ja, da hat sie doch Spaß, das geht doch. Wer hätte das nicht hier bei so einer Aussicht hier? Guckt euch das doch mal an. Wunderschön. Wunderschön. Sehr schick. Unser Spaß geht wieder nach oben. Dann ist jetzt Schluss mit Schwimmen. Dann darfst du nämlich weiterschreiben. Schreiben, Buch schreiben. Nochmal ein Poesiebuch. Okay. Dann muss das eben nochmal gemacht werden. Himmlische Kissenschlacht. Ja, sowas kann Spaß machen. Wenn ihr das jetzt gehört habt, das war mein Ka meine Katze und meine Tochter. Da ich sitze hier mit meinem PC und mit meinen Spielen immer mitten im Geschehen und ja, manchmal hat man hier eben einfach Hintergrundgeräusche. Ich habe keinen kleinen Raum für mich. Ja, hin und wieder kriege ich dann eben auch Katzenbesuch. Ja, hier wird wahrscheinlich wieder mal gebettelt nach irgendwas. So, lassen wir sie einfach mal schreiben. Ja, und sie hat wieder einen Punkt geschafft. Sie hat jetzt Schreiben, Level 5. Das ist doch auch was. Und das Buch ist auch gleich wieder fertig, aber sie hat Hunger. Kriegen wir das noch fertig, dann können wir nach Hause fahren. Das müsste doch jeden Moment fertig sein. Ja, sie hat es fertig. Alles klar. Super. Dann darf sie nach Hause reisen. Bin ich überlegen, ob wir am Winterfest noch ein bisschen feiern, ob wir unser Haus vielleicht doch noch mal ein bisschen dekorieren. So, die ist zu Hause. Es ist ja einiges im gelben Bereich, sagen wir mal. Ja, sie muss was essen. Abendessen, zu Abendessen, Gartensalat. Winterfest. Ja, dann haben wir ein grauenhaftes Winterfest. Ach, die hat da sogar was erledigt. Festliche Stimmung. Geschenk öffnen. Boah, das könnten wir eigentlich machen, Mensch. Ah, das machen wir auch. Wir kaufen jetzt einfach Geschenke, dann dürfen wir uns hier eins aufmachen, ne? Dann muss ich jetzt mal suchen, wo das ist. Das ist unter den Dekos, glaube ich, ne? So, ich habe jetzt etwas Deko gekauft. Einen Weihnachtsbaum habe ich hier jetzt nicht gekauft, aber diese kleinen Bäume im Marmeladenglas, die Geschenke, dann können wir eins aufmachen und die Dekorierbox. Und dann werden wir unser Haus jetzt auch nochmal Dekoration anbringen. Oh, super. Das sieht doch schon mal gut aus. Ah, oh, das mag ich. Das ist okay. Dann können wir die Wände wieder hochmachen. So, genau. Und du machst immer noch deinen Gartensalat. Da brennt auch eine festliche Kerze. Es ist doch alles super. Ja, und da können wir doch mal bejubeln. Was, wie viel Uhr haben wir denn da? 21 Uhr. Jetzt lass mal ein bisschen Dampf
genau. Mach mal. Mach mal. Setze ich gar nicht mehr, weil das ganze Zeug darum steht hier. Aufräumen. 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 Ha, kann die damit gar nichts machen, außer bejubeln? Wieso kann die da nichts auspacken? Braucht man dazu einen Baum, um das auspacken zu können? Kann doch nicht sein. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Baum, um das ausbacken zu können. Oh. Einen Baum. Dann gibt es hier den immergrünen Weihnachtsbaum. Und dann schletzen wir die Geschenke da unten hin. So. Lichter bewundern. Komm hier, dann machen wir das nochmal. Hat der überhaupt Lichter? Dann haben wir zusammen singen. Na, da ist überhaupt niemand da. Dann sing doch alleine. Du magst es doch alleine zu sein. Kann man immer noch nichts auspacken? Das gibt's doch gar nicht. Ich konnte doch mit meinem Sim immer früher Päckchen auspacken. Die kannst du dann auch stehen lassen und kriegst dann immer, praktisch immer, solange die stehen, kannst du alle paar Tage so ein Geschenk auspacken. Funktioniert nicht. Keine Ahnung. Dann musst du ins Bett gehen schlafen, weil morgen müssen wir wieder in die Bücherei. Das ganze Zeug umsonst besorgt. War zumindest erfolgreich, okay. Geht dann ja. Blase. Hygiene. Hunger. Und das Ganze lassen wir schnell laufen. Ja, ich habe immer nur noch ein Waschbecken. Es gibt kein zweites, bevor ich hier nicht das Abseits des Netzes wegbekomme. Das kann ich euch schon mal sagen, das gibt es mit einer Aufgabe, wenn ihr die dann gelöst habt. Dürft ihr das abschalten. Einmal Obstsalat. Sie will malen. Sie will unbedingt malen. Das können wir mal. Haben wir überhaupt einen Maltisch? Ja, haben wir. Können wir mal festpinnen. Stromeinsparung. Oh ja. Das berührt uns überhaupt nicht. Genau. Alles schön im grünen Bereich. Dann reisen wir. Wir nehmen niemanden mit. Und wir gehen, juhu, mal wieder in die Bücherei. Ja. Rechner ist frei, Rechner ist frei. Schreiben. Ein Sachbuch, sie kann das Sachbuch schreiben. Super. So, dem Titel geben wir jetzt einen Titel, und zwar Meine Insel. Da kann man dann nachlesen in diesem Buch, wie sie das geschafft hat, ständig nur gebratenen Fisch zu essen, davon verdorbenen Bratenfisch zu essen und das Ganze zu überleben.
Es hat wieder Geld gegeben. Nicht viel, aber naja, Kleinvieh macht auch Mist. So, und dieses Sachbuch, wenn ihr das fertig habt, eben wie gesagt, wichtig, das wird über den Verlag veröffentlicht. So. Das Ganze lassen wir jetzt wieder schneller laufen und da bin ich wieder und sie hat ihr Buch fertig. Es ist echt super. Damit wäre praktisch die Aufgabe für diese Woche erledigt, sobald ich zu Hause bin und das Ding in den Briefkasten gestoppt habe. Und vielleicht machen wir das dann auch, dann könnten wir sie nämlich noch ein wenig malen schicken. Ja, wir gehen nach Hause. Zurück nach Hause. Und sie hat Lust, etwas zu malen und dann soll sie das auch. Hat jetzt die ganze Woche so fleißig gearbeitet. Wir haben mittlerweile Donnerstagnachmittag, also können wir nicht meckern. Ich habe wieder gesagt, es wird wieder gespielt bis Sonntag. Dann könnt ihr jetzt, also wenn ihr eben auch dann fertig seid mit dieser Aufgabe, könnt ihr bis Sonntag spielen. Reisen nur in Sulani, aber ihr könnt praktisch machen, was ihr wollt. Könnt eben ein paar Fähigkeitspunkte sammeln, das ist nie schlecht. Und euch um eure Pflanzen vielleicht kümmern und ja, sehen, dass ihr noch ein bisschen Geld verdient. Die nächste Rechnung kommt bestimmt und ich glaube, von den Büchern alleine werden wir noch nicht leben können. So. An Verlag verkaufen. Meine Insel. Das andere können wir alleine und das eine müssen wir an den Verlag. Ich weiß nicht, manchmal lohnt es sich so mehr, manchmal lohnt es sich andersrum mehr und ach, dann können wir das auch da über den Verlag machen. So. Okay. Aufgabe erledigt. Hast du super gemacht. Dann können wir vielleicht jetzt... Ah, jetzt sind die Prallen los. Ah, super. Können wir die jetzt alle mal leeren. Es ist draußen in der Welt. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Ein digitales Grafiktablett. Oh. Ach so, hier, das müssen wir wieder präparieren. Ja, könnten wir ja behalten, aber mit Arbeiten können wir zu Hause noch nicht. Wir haben noch keinen Strom, habe ich gesagt. Da gibt es hier keine Tablets, keine PCs, keine Laptops. Ach, Quatsch, da müssen wir erst wieder präparieren. Falle leeren. Und jetzt schalten wir gleich wieder mal ein bisschen leer, schneller. Falle präparieren. Einmal leeren. Einmal präparieren. Falle leeren. Und präparieren. Dann müssen wir jetzt einmal die Seite wechseln. Falle leeren. Wie macht sie das? Sie wartet darüber. Ach nee, schwimmt. Falle präparieren, leeren. Na, nochmal. Lebensstil gewonnen, okay. Falle präparieren. Und die auch noch und ja, einmal die letzte. Jetzt geht's wieder nicht. So. Ah, Mann, super. Dann darfst du jetzt malen. Ein Landschaftsgemälde. Das machen wir mal. Gucken, wie das dann aussieht. Und ich gehe in der Zeit, während du da malst, mal hier rein und verkaufe.
So, bei manchen sehe ich, dass dieses Feld so schön groß ist. Ich kriege das nicht groß hin. Ich hätte gerne einen Tipp von euch, wie man das hinbekommt. Dann hat man viel besseren Überblick. Oh, ist der aber schön hier. Papageienfisch, okay. Und da das Gemälde wird auch. Das ist das Tablet. Was haben wir denn hier? Teile für Elektrogerät, ein Foto, Ohrhörer, ein digitales Grafiktablet, ein malerisches Vergnügen. Malen mag sie. Ja, oh, ist super. Guck doch mal, hast du schick gemacht. Das können wir auf Popsi anbieten. Super, dann darfst du gerne noch mal malen. Nochmal. Landschaftsgemälde. Du sitzt doch hier in wunderbarer Landschaft. Dann kannst du bestimmt auch tolle Gemälde davon malen. Okay. Ist das inzwischen weg? Nee. Ah, die braucht den Level noch, ne? Dann lassen wir das gerade nochmal schneller laufen. Museum. Hast du schon mal ein Museum auf Sulani gesehen? Nein, haben wir nicht. Ja, hier, das könnte da echt dein Hütchen sein. Super. Ich finde, das hat sie klasse gemacht. Auf Popsi anbieten. Nochmal ein Landschaftsgemälde. Ach, es gibt das nochmal. Vielleicht können wir eins mal hier bei sich in der Wohnung aufhängen, ne? Sie hat es geschafft. Das ist super. Höheren Level der Angelfähigkeit. Dann nehmen wir das gerade noch mit. Wie geht's ihr denn? Es geht dir nicht gut. Okay. Ah, sie ist gleich fertig. Super. Hat sie das jetzt fertig? Ist das fertig? Ja. Das können wir in eine Leinwand rahmen. So, und dann wird das aufgehangen. Da, Moment, jetzt müssen wir einfach mal die Wände hier hoch machen. Das ist ja da nicht. Da ist das neben dem Ding. Ja, dann hängen wir es dahin. Gut. Super. Wo bist du? Du bist da. So können wir besser gucken. Du hast schon wieder Hunger und möchtest schlafen gehen, Abendessen. Nee. Zu Abendessen, Gartensalat. Kannst doch auch was anderes. Aber egal. Ja, ich denke, das ist dann erstmal für heute. Was haben wir jetzt? Haben wir Freitag. Ja, dann machen wir wieder drei Folgen. Dann gibt es die nächste Folge von Freitag bis Sonntag. Es geht jetzt, ja, einfach Aufgabe erledigt bis jetzt und dann schauen wir mal, was am nächsten kommt. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr wirklich das nächste Video hiervon nicht verpasst. Es ist etwas unregelmäßig bei mir, ich sage das ja immer. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran gehabt und ihr habt viel Spaß, wenn ihr selber mitmacht. Ja, habt ihr Vorschläge, was wir mit unseren Sims hier machen können, für die, die mitmachen? Dann schreibt das doch gerne einfach unten in die Kommentare rein. Ich lese die auf jeden Fall. Ich gucke, dass ich auch für jeden antworte. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich bis Montag erstmal voraussichtlich ohne Internet sein werde. Wir haben jetzt gerade mal, ja, Sonntag, aber egal.
Und ja, sobald ich wieder online bin, werde ich dann meine Videos hochladen und ihr könnt sie dann sehen. Ja, eben Glocke aktivieren wäre ganz wichtig. Eine Folge noch und dann gibt es die nächste Aufgabe. Die gibt es dann wieder separat in einem kurzen Video. Wenn ihr einfach nur Lust habt, so mitzuspielen, dann könnt ihr euch einfach nur die Aufgaben anhören. Eben auch. Oder wenn ihr Lust habt, schaut die Let's Plays dazu. Nicht nur bei mir, auch bei den anderen. Alles unten in der Infobox. Ja, das war's dann für dieses Mal und ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.